Hey Leute, alles fit? Heute gibt's wieder die 3 Facts of the Week. Yo, die 3 Fakten der Woche. Und ja, also übrigens, 400 Abonnenten geknackt, Leute. 400, ihr seid echt die Besten. Also, ich hätte es nicht geglaubt, 400, das ist eine Riesenzahl. Ja, ich bin sprachlos. 415 haben wir jetzt schon, glaube ich. Ja, einfach der Wahnsinn. Am 24. Mai, glaube ich, war's. Oder Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Ja, am 24. Mai hatte ich 333. Also fettes Dank. So. Dann das erste wäre heute, das Monster nicht auf Halbstufen brennen können. Also alle Monster, die brennen können, können nicht auf Halbstufen brennen. Ich habe schon mal gesagt, dass sie nicht auf Seelensand brennen können, aber auf Halbstufen ist echt komisch. Das wusste ich wirklich noch nicht. Und ihr vielleicht auch noch nicht. Also, bis ich es halt, ne, zuletzt vor ein paar Tagen erfahren habe. So, das wäre dann die erste Fact eigentlich auch schon. Dann kommen wir schon zu der zweiten. Dann nehmen wir ein Boot zur Hand. So. Sammeln wir mal das schöne Fleisch ein. Gut, also. Es hat was mit Schnee und Boot zu tun. Mit Schnee und Booten. Ich platziere mal ein Boot und schieb's durch den Schnee durch. Und dann werdet ihr staunen, was passiert. Nämlich zerstört das Boot einfach so den Schnee. Ohne irgendwie den Schnee zu droppen. Es zerstört ihn einfach so. Und es zerstört immer zwei, weil das Boot ja auch so dick ist. Und ja, wenn ihr den Schnee jetzt zum Beispiel stapeln würdet, würde das nicht gehen. Also das würde jetzt nicht funktionieren. Würde es einfach hängen bleiben. Aber wenn es hier ein Einzelner ist, dann einfach, ne, durch. Also, ja. Ich glaube nicht, dass ihr das schon wusstet. Und dann kommen wir auch schon zu der letzten Fakt von heute, zu der dritten. Third. Third Fact. Möchte ich mal probieren, ob das auch mit Glas funktioniert. Und zwar kann man mit, also super, durch Lava durchschauen, wenn man an einem Rand halt Eis platziert. Ja. Ist schon alles. Und vielleicht wisst ihr auch, dass ja, Lava Eis schmelzen kann und deswegen wird das auch nicht lang halten. Aber so ein paar Sekündchen wird es schon dauern und das reicht dann auch, um durch die Lava durchzuschauen und zu sehen, ob da unten irgendwo ein Diamant ist. Und da haben wir auch einen, deswegen können wir den abbauen. So, jetzt haben wir den. Jetzt haben wir zwar nicht den Drop bekommen, aber ist ja wurscht. Bin ja eben Kreativmodus, kann ich mir alles hercheaten. Ja, Leute, also das waren die 3 Fakten von dieser 7. Folge auch schon. Wow, ihr seid die Besten. Und ja, mehr kann ich auch nicht sagen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder über 50 Likes schaffen würdest. Würdet. Nicht würdest, sondern würdet. Ich bitte hier nicht um Likes oder so, aber es würde mich einfach sehr, sehr freuen. Und ja, würde mich stolz machen. Jetzt habe ich auch ein Quali geschafft. 2,66 ist nicht der beste Schnitt, ich weiß, aber Hauptsache geschafft, oder? Und ja, also, das war's. Renjaun, hoch den Daumen. Euer Mining Tube.